Okay. Wir haben noch offen. DLC und ganz viel optionalen Kram. Und ich habe nicht ein einziges Holding noch, aber what the fuck? Wo sind die alle hin? Ich hab noch Blitzpaper, ich hab noch. Ja. Ich könnte eigentlich mal die Nabelschnur futtern. Hey, Sabika. Ja, ich glaube, ich futter jetzt erstmal die Nabelschnur. Course, om nom nom. Wer isst nicht gerne Nabel? Ach so, okay, ich weiß warum. Kann sagen, warum kann ich den nicht benutzen? Weil ich im Ausrüstmenü war. Eine Nabelschnur. Om nom nom. Noch eine. Lecker. Und noch eine. Wie geht's mit mir? Geht's ganz gut. Und dir? Also, doch. Kann ich klagen. Eigentlich erwartet das schlimmer. Wo habe ich davon jetzt Insight bekommen? Ich meine, für 20 Insight kann ich mir mal ein Dings erholen. Ja, Upgrade. Dingsi, Kirchi. Ein Blutsteinbröckchen. Das heißt, wir brauchen noch einen Brocken zum Upgraden, ne? Verstärken. Jo, einen brauchen wir noch. Verzweifelt, traurig, Dono. Was ist los? Nicht traurig sein. Ich will was gucken. Ich will noch was anlocken. Und zwar, ich weiß, Pi mal Daumen, wie wir zu Ebridreas und den komischen Emissaren da kommen. Allerdings weiß ich nicht, wie wir jetzt zu Amygdillingens kommen, zu Amygdala. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die ich gerade gerne austesten würde. Und sonst, ja, viel mehr haben wir nicht mehr an optionalem Kram. Ich meine, ja, Cain hört Castle noch, aber das haben wir auch schon unlocked. Von daher bleibt nicht mehr viel, so viel über. Na, come on. Jahre später. PlayStation braucht immer noch ewig zu jagen. Mag nicht wirklich drüber reden, dann ist okay. Falscher Ausgang. Ba, 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 ba. Wie mein Tag war, ich habe geschlafen, dann habe ich gegessen, habe noch mehr gegessen, habe noch mehr gegessen, habe mich von meiner Familie berieseln lassen und ja, dann hatten wir auch schon gefühlt kurz vor 11. Ist überhaupt richtig? Ist das hier der richtige Weg? Nein, das ist nicht der richtige Weg, das ist der komplett falsche Weg. Geh ins DLC und mach den Boss. Ich würde gern zuerst, bevor ich den DLC mache, noch die optionalen Bosse machen, die im normalen Spiel sind. Hier will ich auch nicht hin. Und hier geht's hoch zu Dingens, ne? Oh ja, genau, hier bin ich richtig. Und zwar will ich, ich glaube links lang. Ja, genau hier, wo der Typ vorsteht. Not, not. Okay. Und dann will ich hier rein, maybe. Ja, das bist du richtig. Da bist du. Hier geht's runter. Und hier ist ja das komische Blutdingskirchi. Bist hier richtig? Nein, hier war die Tür mit dem Passwort, ne? Oh, goddammit. Ja, hier geht's in die Woods. Goddammit, ist das bei Run Reborn und dann da hoch oder so?
Ich suche. Ja, ich glaube, wir müssen zum One-Reborn-Bonfire. Und zwar könnt ihr euch daran erinnern, wo ich an diesem komischen Blutkessel-Dings gestanden habe. Also so diese Blutopferpfanne. Und das Game zuerst mal war like, ja. Findet zuerst das Kind. Und das Kind haben wir ja quasi schon gefunden, indem wir Mergos Nurse gekillt haben. Von daher wollte ich da eigentlich hin. Weil ich glaube, da geht's nach Amygdala. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo das war. Gucken wir mal. Ich finde das schon. Das Spiel ist nicht so groß. Kann ja nicht so schwer sein. Da ist auch keine Lampe in der Nähe, oder? Das war hier irgendwo, ne? War das das unsichtbare Dorf? Oh ne, das unsichtbare Dorf war woanders, aber das können wir eigentlich auch machen. Weil das unsichtbare Dorf ist oben die Dings, ne? Ich bin so verwirrt. Weil hier müsste ich mich so oder so umgucken, weil hier ist der Schlüssel. Ja, genau, hier wollte ich hin. Und zwar zurück. Irgendwo hier oben bin ich gekommen. Ja. Genau hier war das. So. Hey, der Dennis, die auch vor Weihnachten. So. Hier. Jo, ich habe Dings gefunden. Hier kann ich irgendwie was machen jetzt. Hallo? Kuckuck. Möchtest du mich einsaugen, so wie der andere? Wenn ich jetzt sterbe, ne? Durch. Alles klar. On the poor bastard. Alles klar, hier geht's nach Amygdala. Cool. Ich hätte doch noch halbwegs richtig in Erinnerung gehabt. Ist das ein Boss? Der Boss sieht ähnlich aus, wenn ich mich richtig erinnere. Boah, liegen hier vielleicht irgendwo so Blutsteinbrocken rum oder so? Das wäre voll cool. Nur so ein Brocken, damit ich meine Waffe endgültig auf Max upgraden kann. Jump, 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 jump. Geh mir nicht auf den Keks. Was ist das hier? Schlüssel zum Unterrichtshörsaal. Ist das hier nicht der Hörsaal oder was? Hier ist Sirius. Ja. Anscheinend nicht. Schuluniform, okay. Ja, wir sind ein bisschen arschdüster. Machen wir mal Lämpchen an. Ja, das ist die Tür nach draußen. Ich will aber hier, glaube ich, zur anderen Seite. Ich höre hier auf jeden Fall noch irgendwas kriechen. Ah! Oh. Okay. Wie viele tausend sind das? Oh mein Gott, das sind so viele, dass es laggt. PS4, please. Oh mein Gott.
Das sind so viele. Okay, 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 alles cool, alles cool. Da, der. Einfach durch, einfach durch. Wie so ein richtiger Meuchelmörder-Fuzzi. Dip, dip, dip. Kugeln, Kugeln. Oh mein Gott, die sind ja noch mehr. So, ist nicht schulfrei oder so? Der, kannst du bitte irgendwo anders deine leichte Alien-Wichse hinbödeln? Nicht so unbedingt in mein Gesicht. Stehe ich jetzt nicht so drauf. So. Ich finde die Viecher voll nervig. Es geht. Also, die sind jetzt nicht schwer. Ich weiß nur, dass die hier irgendwie mal lustig von der Decke ploppen. Siehst du, da oben hängt so einer. Warum auch immer. Hab ich auch mal in der Schule gemacht, man. Hab ich Spider-Man an die Decke gekrallt oder so. Was ist hier? Eine Kiste. Bist du eine Mimik? Nein. Ich weiß nicht mal, ob es Mimics in dem Spiel gibt, aber ich glaube nicht. Auge. Augur von Imbridingskirchi. Bla. Ja, das ist ein Boss, den wir eh töten, ist nicht so tragisch. Und damit sind wir wieder hier. Okay, sonst scheint hier irgendwie nichts zu sein. Können wir uns noch ein Fühlchen? Lecker, lecker. Dann gehen wir mal nach draußen. So. Dupp. Ladescreen. Jo. Der Albtraumfond. Aktivieren wir die Lampe und dann können wir den Boss suchen. Ich glaube, der Boss war da unten irgendwo. I'm not sure. Bitte drop das, was ich denke. Nein, drop fucking Scherben. Scherben. Dinge, die wir nicht brauchen. Blutsteinscherben. Nicht im geringsten. Was ist das da? Ich höre irgendwas. Das ist schon mal nicht gut. Bleielixier ist interessant. Oh, right. Das hier ist ein Shortcut. Den ich nicht habe. Hey, Sabbe. Machst du auch PvP? Nope. PvP in Bloodborne ist leider Gottes ziemlich tot. Also, wenn man ein Souls-Game spielen will mit PvP, dann packt man am besten. Ich würde fast schon sagen, Dark Souls 3 ist eine gute Anlaufstelle. Aua. Die Viecher sind so. Ja, was denn? Con your fucking pity. Feuerblutsteinscherbe. Du hast mich nicht gesehen. Ja, ba, ja, ba, ba. Oh, lecker Chili heute Morgen, wa? Goddammit, warum droppen die denn Scherben? Oh yeah, right. Das ist jetzt das Fake-Gebiet mit den ganzen lustigen Fake-Lampen. Und ich kann mich erinnern, ja, da hinten läuft schon. Hey, bist du das? Du bist der Assi-Hunter, ne? Ja, richtig, du bist der Assi-Hunter mit der Axt. Cooler Shit. Mit dir will ich doch gar nicht spielen. Wir laufen einfach mal. Richtig, weil ein Hunter ja nicht genug ist, muss auch noch ein zweiter, ja. Wo geht's hier hin?
beschützten du hier unten? Oh mein Gott, die scheiß Hunter, okay. Bitte sag mir, das ist ein Shortcut. Nope, es ist anscheinend nicht. Ich kann gerade leider nicht auf den Chat gucken. Cool, Vergiftung, was mit euch? Ach ja, ihr macht mich wahnsinnig. Das ist ja beruhigend. Botengeschenk. Alter! Mein Leben. Holy shit, das Gift ist crazy. Das ist ein bisschen sehr crazy runtergetickt. Interesting. Weil wir waren vorhin voll die Kackspaß beim PvP, die sich nur heilen konnten und mit Arcan gespielt haben, was voll genervt. Ja, Arcan-Bites sind in Bloodborne halt super übermächtig. Und das ist halt so eins der großen Probleme, die das Spiel hat, dass Arcan einfach OP ist. Es ist schlichtweg OP im PvP. Was geschehen in Dark Souls 3? Geht es eigentlich? Ich meine, weiß ich nicht, Zauber sind in Dark Souls 3 ganz potent, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, lol, fucking broken. Da ist der Shortcut. Ich glaube, ich kann hier runterdroppen und dann nach da laufen für einen Shortcut, oder? Wird Sinn machen, ne? Wenn der Shortcut nach unten geht. Junge, ich versuche hier gerade rauszufinden, wo ich lang muss. Könntest du dich mal bitte beruhigen? Finde ich nicht nett. Ja, genau du. Kacknase. Ich weiß halt nicht, ob ich den Drop hier überlebe. Halb YOLO. Oh, right. Hier sind die komischen Steinschmeißer, ne? Ach ja, ihr droppt eh nur Scherben, ist mir auch egal. Ich glaube, ich muss an ihm vorbei. Hier durch. Den Weg hier lang. Wenn man das Weg nennen kann. Ach komm. Wenigstens tötest du mich nicht, ne? Nicht cool. Ich bin der Meinung, da hinten ist der Boss. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich bin der Meinung, ich liege damit gar nicht so falsch. Hier ist irgendein Drop nach unten. Da wäre ich gerade beinahe runtergefallen. Ist halt ganz viel Giftschild und überhaupt. Ah, da geht's zum Boss, alles klar. Wenn es da zum Boss geht, ne, dann geht's hier vermutlich zum Shortcut, wenn ich raten müsste. Habe ich gerade Bloodwilds gelootet? Holy shit. Passiert auch nochmal. Einmal. Hör auf. Don't do this, okay. Mich da an, wo ich denke. Wenn ich jetzt hier hochgehe und links hoch, müsste ich zurück zur Laterne kommen. Da oben irgendwo. Oder? Bin ich so falsch? Ist das ein anderer Aufzug gewesen? Ja.
Ich bin so todesverwirrt. Bin ich hier überhaupt richtig? Wo zum Teufel bin ich? Egal, wir gehen den Boss machen. Vielleicht schaffe ich den ja first try und brauche den Shortcut gar nicht. Obwohl doch, das müsste richtig sein. Weil hier bin ich hier eben hingedroppt, nachdem ich hier gekommen bin, habe ich hier das Item gelootet, dann bin ich nach hier gegangen, meinte noch, oh lol, da ist der Shortcut. Müsste hinhauen. Sabbel, bist du schon wieder mehrere Streamer am gucken und ich im Chat am vertun? Ja, in den vollgefressenen Club trete ich definitiv auch ein. Ich glaube, ich esse die nächsten 2 Tage nichts mehr. Ist, glaube ich, besser für meine Figur. So. Schau nur dein. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte im Moment... Kennt ihr, wenn ihr so richtig Durst habt und ihr könntet nur trinken? Das habe ich im Moment. Das ist super nervig gerade. Ja, ich weiß, morgen gibt es noch Kaffee und Kuchen und ich glaube, meine Mutter wollte abends irgendwie Sauerbraten mit Klöße, glaube ich, noch machen. Und ich glaube, wenn ich das dann gegessen habe, habe ich es erstmal bis Silvester ausgesorgt. So, nervtötender Scheißboss Inc. Ja. Ist auch nicht süß. Ist doch süß, oder? Witzige Aktion an dem Ganzen ist, man kann nur, glaube ich, den Kopf treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Bam. Bam. Ach ja, jetzt kommt der lustige Move, wo er sich einfach mal, glaube ich, seine Arme ausreißt und als Keulen benutzt oder so, ne? Nee, er benutzt Laser. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich sehe nix. Einfach mal laufen. Ach ja, hier gab es einen Strat, glaube ich. Lass mich mal irgendwas probieren. Ich glaube, du bist nach hier gelaufen. Versuche ich gerade Speedrun-Threads, die ich nicht verkenne, ja? Versuche ich gerade. Funktioniert's? Nein, eher weniger.
fuck, ich bin genau reingedasht. Ist das etwa ein First Try? Yep, das ist ein First Try. PogChamp! Lautes Spiel ist laut, ja, das Spiel ist... Ich meine, hörst du das Spiel jetzt gerade? Wenn ich hier rumlaufe? Das ist normal, richtig? Die Bosse sind halt einfach super laut und es ist relativ schwer, während den Bossen irgendwie die Musik anzupassen. I'm sorry, Cheater. Nix Cheater. Pure Skill. Pure Skill, ja? Cheater, ich glaube ja wohl der Tag, ey. Cheat dich auch gleich, du. Und wisst ihr, was Schöne ist? Da wir 23 Insight haben, können wir das hier machen. Einkaufen, Dankeschön. So, und dann upgraden wir unsere Waffe auf plus 9 und plus 10. GG, nie wieder Waffen aufwerten. Unsere Waffe ist Max Level. Wir haben jetzt den magischen Kampfstock der Amazonen oder so. Keine Ahnung. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Ist schön für Gammon. Ich brauch kein Glück. Ich habe 40 Strange. Ich sollte vielleicht in Vitality investieren. So, ein Boss tot. Dann müssen wir uns noch um andere Bosse kümmern. Nämlich. War das an der Kapelle oder war das oben? Ich muss mich hier umgucken. Denn ich suche einen Schlüssel. Ich suche einen Schlüssel und ich suche einen Weg nach Dings. Nach Pal. Lass mal gucken. So, war das hier irgendwo? Guten Tag, nur vor Durchreise geht weg. Da ist der OP. Hier ist nur der Shortcut. Fuck. Es gibt hier irgendwo eine. Also so ein Zaun mit einem Loch drin. Was mache ich denn hier? Weiß aber noch nicht genau wo. Ich glaube, es war hier lang. Also irgendwo hier lang. Was hier? Mir so unsicher. Ich sollte wissen, dass du nur mir zuschaust. Sollte ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wer sonst noch online ist. Weiß nicht, wer sonst noch so fucking verrückt ist, an Weihnachten irgendwie nachts zu streamen. Weil ich gestern gesagt habe, ich stream ich heute auch. Punkt. Ich glaube, das war hier irgendwo. Bin mir nicht 100% sicher. Lass mich mal eben hier die Zäune genau angucken. Da ist ein Item. Hätte ich mir Insight sparen können. Oh, guck mal hier. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Du?
Ich da nackt gehört? Nacht. Mit CHT. Nicht mit nackt. So genau, den Schlüssel habe ich gesucht. Bam, 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 bam. Okay.